Seit einigen Wochen ist jetzt ein neuer Nachfolger des Raspberry Pi auf dem Markt. Das ist nicht der Dreier, so wie alle denken, sondern das ist der Orange Pi. Ihr werdet jetzt im nachfolgenden Video mehr darüber erfahren. Viele wissen momentan nicht, was sie jetzt kaufen sollen. Ob sie den Orange Pi kaufen sollen, der jetzt irgendwie in allen Munde ist, oder den Raspberry Pi, ob der 3er noch jetzt irgendwie angesagter ist, oder ob der sogar noch der 2er erreichen würde. Wir wollen heute das Ganze klarstellen und eine kurze Übersicht darüber geben, was jetzt neu ist. Neu ist der Orange Pi auf jeden Fall nicht. Es gab schon Nachfolge von Raspberry Pi namens Banana Pi und. Das ist auf jeden Fall also keine neue Sache. Und auch selbst der Orange Pi, den jetzt alle in Erfahrung bringen, der ist nicht neu, sondern ihn gibt es schon sehr lange und auch sehr viele Vorgängerversionen von dem neuen Plus. Ich zeige euch jetzt hier gerade eine kleine Übersicht über die verschiedenen Modelle, die es gibt. Zum Beispiel jetzt den Orange Pi, der momentan mit 1,2 GHz getaktet ist. Den Banana Pi, Raspberry Pi zum Vergleich, die neueste Version, dem Modell 3. Und ihr könnt also schon ablesen, dass der Orange Pi schon ordentlich mehr Leistung hat und ein wenig mehr schafft. Kommen wir jetzt zu einer anderen Grafik, nämlich der Lese- und Schreibegrafik, wie schnell sozusagen die Datenübertragung läuft. Da sehen wir auch ganz klar, dass der Banana Pi jetzt im Vordergrund steckt, was wahrscheinlich auch einfach diesen Hype auslöst, dass jetzt alle den Banana Pi wollen und ihn ja besser kennenlernen wollen. Wir sehen schon, den Raspberry 3 hat also wirklich eine deutlich geringere Datenrate und übertrifft also den Banana Pi um Weiten nicht. Wir sehen jetzt hier gerade ein Foto von dem Orange Pi Plus. Wie ihr seht, es hat ordentlich viel drauf. Wir haben hier 1 GB DDR-RAM. Wir haben den Gigabit Ethernet, der bekanntlich ist, den wir auch selbst beim Raspberry Pi schon haben, schon seit längerem. Wir haben die 4 USB 2.0 Ports, die wir auch schon bei dem Raspberry Pi kennen und lieben geschätzt haben. Wir haben die 40 Pins, die auch ganz normal sind. Wir haben aber eine Wi-Fi-Antenne, die sehr, 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 sehr gut ist, da man dann halt auch keinen USB-Platz mehr mit einem Wi-Fi-Adapter mehr belegen muss, sondern direkt intern hat. Zur Ausgabe könnt ihr noch immer HDMI benutzen, so wie bei den Raspberry Pi. Da hat sich also nichts verändert. Power kriegt der Orange Pi Plus durch einen Power-Slot, wo ihr einen Eingang von 5 Volt, also 2 Ampere habt, so wie beim alten Raspberry Pi. Weiterhin sind natürlich coole Features vorhanden, wie ein Mikrofon, ein SATA-Interface und vieles mehr. Es interessiert euch auch bestimmt, was darauf alles läuft. Es läuft Android 4.4, Ubuntu, Debian, Raspberry Pi Images, also alles das, was ihr auch schon vorher machen konntet. Also viel mehr auch nicht. Hier seht ihr jetzt gerade eine kleine Liste, was ihr alles mit dem Raspberry Pi Plus machen könnt. Ihr könnt einen Computer bauen, ihr könnt einen Virus-Server bauen, also wie auch schon mit dem Raspberry Pi, dass ihr da einen Webserver laufen lassen könnt. Ihr könnt Spiele spielen in mehr oder weniger guten Leistungs-Performance. Daten. Ihr könnt Musik und natürlich auch Sounds abspielen, jeglicher Art. Ihr könnt HD-Videos gucken, was auch wirklich cool ist. Ihr könnt es also als Media Center benutzen. Ihr könnt es als Lautsprecher benutzen. Ihr könnt Android drauflaufen lassen und vieles mehr. Zu der CPU, die wir verbaut haben im Orange Pi, das ist der H3 Quad-Core Cortex A7 mit dem Codex H.265. Das heißt, ihr könnt gängige Mediendateien abspielen und habt sogar ein Quad-Core. Das ist natürlich echt cool. Wie schon erwähnt, wir haben 1 GB DDR3 RAM. Damit ihr auch sehen könnt, wie der Orange Pi läuft, habt ihr noch zusätzlich, wie bekannt, einen Power-LED und eine Status-LED. Dass es den Orange Pi schon ab 15 US-Dollar gibt, also wesentlich weniger als den Raspberry Pi. Zu dem Preis von 15 US-Dollar kann ich leider nur sagen, in Deutschland schaut es erstmal leider etwas schlechter aus. Ihr seht hier gerade die Preise, es schwankt also zwischen 50 bzw. zwischen 30 und 50 Euro, je nach Modell.
Falls ihr an einen Case denkt, was natürlich sehr nützlich ist, kann ich euch nur empfehlen, auch auf anderen Seiten mal zu gucken. Beispielsweise bei AliExpress. Leider habe ich bei Amazon geguckt und habe dort kein Case gefunden, was dazu passend wäre. Hier kriegt ihr es schon für 4,50 Dollar und der Versand ist natürlich etwas länger, aber das solltet ihr auch hinkriegen. Und damit tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Video. Wenn ihr noch weitere Fragen habt zum Thema Raspberry Pi, Orange PE, was ihr jetzt wirklich holen sollt, könnt ihr gerne euren Anwendungszweck in die Kommentare schreiben und ich versuche euch schnellstmöglich zurückzuschreiben mit der passenden Antwort.